Hast du sonst auch mit ihr gesehen? Nee. Oh, ich würde auch so gerne wieder springen, ey. Das waren 4,5. Ich könnte aber auch nicht, wenn ich hier die lange Seite so galoppieren muss, dann kann ich ja nicht da auch zurückkommen. War Sprit alle. Nochmal Vorland! Hier passt da ein Regen zu sehen. Ja, sonst war das gute Mann. Nein, du musst nicht! Ich leih dir mal ein Pferd. Eigentlich war die erste Wahl, dass du das hier in der Halle gebracht hast. Das geht, du musst viermal. Ehrlich? Boah, ne, schau ich auf gar keinen Fall. Warte. So. Gut. Gut doch. Schön, ne? Ich find's heute auch richtig gut. Kurz einen Daumen hoch hier. Die Kompetenz an der Bande. LK1 an der Bande. Ja, das auch. Eingepacktes Pferd. So ein feines Pferd. Ich sag noch, so ein feines Pferd und sie... geht nach Hause, Soli. Was guckt die denn da? So, wie hat es dir heute gefallen? Ja, also überraschend gut dafür, dass wir 2 Monate nicht gesprungen sind. Das seid ihr gar nicht gesprungen? Nee. Jetzt sagen wir schon, dann jetzt so, boah, krass, okay, wirklich. Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Tut mir leid. Ja, also das Wichtigste ist mir immer, dass Soli nicht stehen bleibt. Das Problem hatten wir ja eine Zeit lang. Keine andere Qualität und nein, es ist keine andere Kamera, weil wir natürlich eine formatierte Speicherkarte dabei haben und eine Ersatzspeicherkarte für diesen Camcorder da unten. Und deswegen machen wir jetzt das Fazit. Und jetzt Versuch Nummer 387? Nein, es ist der erste Versuch. Als ich dann mit ein bisschen mehr Tempo geritten bin, habe ich direkt den Unterschied gemerkt. Also
ganz anderes Gefühl vorm Sprung. Mein Problem ist immer so ein bisschen die Abstände zu erkennen, zu wissen, wann ich zurücknehmen muss, wann ich reiten muss. Ja. Aber das macht Soli echt super. Sie springt dann einfach immer nach ihrem Gefühl. Und ich glaube, das ist einfach die Routine, die uns fehlt. Dass wir das lernen, uns da besser abstimmen. Ansonsten bin ich zufrieden. Und wenn wir so weiter trainieren, denke ich mal, in 3 bis 6 Monaten werden kommt wir das erste Elf-Springen dann, finde ich. Ne? Also ich finde direkt ein mit dir aber. Oh, im Leben nicht. Nein, ich fand es auch richtig gut. Also, ich habe ja Ende Mai mein erstes Modul für den Trainerschein. Also erstmal muss man das Vorbereitungsseminar bestehen. Und im Trainerschein muss ich dann halt auch im A-Springen reiten. Ehrlich? Oh. Und ja, also das werde ich dann vom Training abhängig machen, wie es vorher läuft. Wenn es gut läuft, klar, nehme ich Soli. Wenn nicht, dann würde ich vielleicht auf ein Schulfeld zurückgreifen. Aber wäre natürlich schon, glaube ich, nicht geil, wenn ich alle drei Disziplinen mit meinem eigenen Pferd machen kann und sagen kann, ich habe es mit meinem Pferd so beigebracht. Voll gut. Dann wäre ich schon ein bisschen stolz. Ja. Gut. Jetzt fahren wir nach Hause durch das ekelige Kackwetter und es ist gar nicht kalt und gar nicht nass. Und das Pferd ist direkt auf den Hänger gegangen und war ganz.